is what to do. I had to get to know. To get to know. Der allerschönste Strand auf der ganzen Welt. Und wir müssen zugeben, ist schon echt, echt schön hier. Echt schön hier. Ja. Ja. 2 Wochen in Neuseeland. Luft. Für dich gehen. Girl, you got me singing with some melody. You're always on my mind. This is what you do to me. Girl, you got me singing with some harmony. Forever you're my queen and baby girl, I'm your king. You're always on my mind, girl. So, das ist das bekannteste neuseeländische Getränk überhaupt hier in Pairoa. An der Westküste. So mitten im Nirgendwo. Kann man gut sagen, ja. Also der nächste Ort ist circa eine Stunde wahrscheinlich so weg, wo man wirklich auch einkaufen kann. Und wir sind jetzt auf der Farm bei Cara und Chris. Die Cara ist die Schwester von William, von meinem Gastvater quasi. Und ich war hier letztes Mal schon und fand es hier einfach so schön und wollte nochmal hin. Ein bisschen Farmarbeit machen. Haben schon geholfen, ein paar fette Schafe auszusortieren, die morgen zum Schlachter kommen, und mir wird jetzt auch der Popo sauber gemacht. Ja, das haben wir noch nicht gemacht. Und ein paar werden noch geschoren morgen oder so, und da sind wir auf jeden Fall dabei. Ja, die haben, was haben die gesagt, über 2000 Schafe. Ja, es und ist so echt. Ein paar hundert Rinder oder so und Riesenland. 6 Schäferhunde und noch so einen kleinen Jack Russell und noch Katzen. Genau, also ist so eine richtig typische neuseeländische Farm. Ja, ist echt süß. Man kann mal so eine Runde drehen. Und das Haus kann man euch auch später mal zeigen. Das ist,
Ja, es ist jetzt Ende Neuseeland-Zeit hier, ne? Wir müssen Abschied sagen. Nach 5 Monaten. Zurück in Auckland. Nochmal die letzten Tage genossen, beziehungsweise alles von uns gelöscht. Bank-Account geschlossen. Auto verkauft. Versicherungen und alles Krimskrams, was man machen muss. Und nochmal Freunde getroffen. Nochmal feiern gegangen. Und nochmal Abschiedsdinner mit der Familie hier gehabt und jetzt das letzte Mal Cheesecake essen und dann geht's in den Flieger. Ja. Wir sehen euch in Australien. Ja, yeah, es ist nämlich noch nicht das Ende der Reise. Yeah. Was geht? Also, wir sind jetzt am Flughafen, wir müssen jetzt den Freds Tschüss sagen und John Tschüss sagen. Bye. Foolish silence, Abendessen, guten Appetit, haut rein!